Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir sind auf dem Weg zu einem neuen Glockenturm. Das habe ich mir so als Ziel gesetzt, dass ich jetzt erstmal ein paar Glockentürme einnehme, damit wir mal ein bisschen Luft haben. Ich meine, es ist ja auch immer relativ. Das Areal ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich, nicht immer dasselbe. Es sieht auch mal ein bisschen anders aus. Das heißt, das wird jetzt auch nicht so langweilig werden, wie es sich anhört vielleicht. Ich werde mal schauen, was denn der nächste Auftrag ist. Den kann ich helfen. Ja, so kann man Auto reparieren. Wenn man ein Loch reinbrennt, funktioniert wunderbar. So, was ist nun hier? Ich habe gedacht, ich krieg noch ein bisschen euch schon hier, so wissen, ne? Bisschen Geld oder so. Jetzt mache ich ihn das Auto heil und der zeigt mir einen Vogel. Da ist ein Kletterhaken, da können wir direkt hoch. Mal schauen, was hier jetzt wieder auf uns wartet. Ob hier auch wieder die Royal Army rumhockt. Sieht nicht so aus. Pflanzen sind auch gut. Das hört sich gar nicht gut. Gott sei Dank hat er die ganze Ladung geschluckt. Der hat uns nämlich richtig fertig gemacht, ey. Was macht der da für Geräusche, ey? Ach so, darum geht's also. Der hat sich sein Futter geholt. Munition, das passt doch. Scheiße, Beutel. Oh! Sag mal. Die Fiese ist wohl zu eng, glaube ich. Und schieß erst. Hä? Hä? Ach, er ist tot. Die Tiere drehen alle durch, ey. Nicht klettern. Aufschlitzen. Ach, dann lassen liegen. Auf die Tür hier. Nein! Oh Gott. Boah, ich habe gerade gedacht, ich stürze ab. Ich gedacht, ich stürze ab. Da ist noch eine Kiste, das sieht gut aus. Und der Händen. Beuteltasche fast voll. Heißt quasi, muss man wieder ein bisschen was wegschmeißen. Ich brauche mal einen Munitionsbeutel. Ich habe immer so wenig Munition. Wir könnten auch noch eine richtig fette Festung einnehmen, aber das wird richtig übel werden. Dann brauchen wir den. Ein bisschen mehr Ausrüstung. Wahrscheinlich auch eine dicke Sniper-Rifle. Wäre das schon mal nicht schlecht. Pfeile liegen hier noch. Okay, los, mach kaputt den Scheiß. Da sind auch noch
welche gefangen. So eine Scheiße müssen wir auch noch machen, die ganzen Außenposten befreien. Weil jetzt wissen wir ja bloß, wo das ist. Wir wissen aber nicht... Na doch, wir wissen, wo das ist, aber es ist noch nicht befreit. Oh, die Sniper Rifle können wir uns jetzt holen. Das sieht natürlich gut aus. Neue Aktivitäten. Weltkarte anschauen. Falsche Taste. Was genau heißt das jetzt? Ich frage mich ehrlich gesagt, was wir jetzt machen sollen. Was denn die nächste Aufgabe wäre? Oder sollen wir uns hier drum kümmern? Hm. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Hier ist aber so nichts weiter zu sehen. Ich nehme mal an, dass wir hier irgendwas machen sollen. Hm. Wir machen erstmal wieder eine Schnellreise hier hin. Und gucken erstmal, wie wir unsere Ausrüstung mal wieder verbessern. Oder was wir noch so machen. Ich kann auch nochmal gucken wegen Fähigkeiten. Vielleicht haben wir da noch irgendwas. Erstmal verkaufen, das wäre wieder ganz wichtig hier. Das Tigerfell bleibt. Weil daraus können wir sicherlich noch was bauen. Okay, das war's. Wir schauen das mal rein. Fähigkeiten, haben wir was Neues. Und Herstellung? Schwere Munitionstasche. Das können wir doch bauen, ne? Ja. Oder? Nee. Zutaten, 2 Königstigerfell. Haben wir doch. Siehst du? Ist alles gut. Dazu brauchen wir 3x Bärenhaut denn. Okay. Was brauchen wir denn, um den Waffengurt aufzuwerten? Ah, was ist das denn für ein Viehzeug? Da können wir denn mehr machen. Das heißt, okay. Das wäre schon mal wichtig. Aber so kann ich erstmal wieder nichts machen. Taktik. Was haben wir denn hier an neuen Fertigkeiten? Was können beim Zielen mit nachgeladen werden? Unten haben wir. Das ist auch Blödsinn. Ah, das ist gut. Haben wir hier noch, den haben wir gelernt. Da ist erstmal nichts mehr. Das heißt, wir können hier unten noch. Das ist Quatsch. Das wäre vielleicht noch so ein bisschen sinnvoll. Letztendlich kriegen wir sowieso genug Punkte. Gut. Kaufen, anpassen. Die Leuchtpistole ist Quatsch, die brauche ich nicht. Welche war dann jetzt so gut eigentlich? War die nicht schlecht? Da können wir eigentlich nichts weiter aufklatschen. Nachtsicht. Das ist ja Quatsch. So, die Sniper Rifle werde ich mir mal mitnehmen hier. Können wir da was verändern? Schalldämpfer? Visiere, High-Power-Zielfernrohr, Magazine, erweitertes Magazin, das wäre schon mal gut. Machen wir das auch nochmal auf das Visier, ein Schalldämpfer, kostet zu viel, macht keinen Sinn. Gut, wo geht's raus hier? Oh scheiße, ich hab, ne doch nicht, ist schon gut, wir haben ja so gar nichts weggeworfen. Was will er da oben? Wir brauchen Hilfe.
Nutze Pfeil und Bolzen, um die Dorfbewohner. Pass auf, dass du hin. Was? Kann er mal das Maul halten? Ich habe schon zwei Zehen verloren. Und seit Raj seinen kleinen. Ach, du weißt schon, jedenfalls geht keiner mehr an den See. Den nehmen wir mal an. Ich kann helfen. Es geht um Wildschweine? Freiwillig? Supermann! Klasse! Ich meine. Erreiche das Jagdrevier. Wo soll das sein? Da hinten? Kommen wir hier runter? Ich werde mir nicht extra Pfeil und Bogen nehmen. Ich werde die mit meiner Sniper-Rifle abknallen. Wildschweinhaut brauche ich ja auch noch. Ja, jetzt wird es nämlich kompliziert. Wie kommen wir hier runter? Ach, hier. Gut. Base-Haken lösen. Jetzt haben wir hier ein dickeres Scope drauf. Können wir weiter rinzoomen. Was ist da noch los? Oh, scheiße. So, zum Notfall habe ich noch die Knarre dabei. Ja, ist in Ordnung. Ach du Scheiße, ich muss meine Waffe wechseln. Okay. So, jetzt dürfen wir erstmal die Viecher suchen. Ne, da hinten sind sie. Kann ich mir so ein Boot hier nehmen? Kann ich. So, perfekt. Hier soll es die Viecher geben. Gut. Die Viecher sind sehr gefährlich, sagt er. Zum Notfall haben wir noch eine andere Wumme dabei. Da ist doch schon eine. Der ist down. Okay. Dreimal brauchen wir das Ganze. Daneben. Bleib hier, du Mistvieh. Ich werd verrückt. Alter, nein. Oh nein. Die Viecher sind richtig gefährlich. Ich glaube, die Wildschweine sind nicht gefährlich, sondern die Viecher. Mir fällt gerade ein, dass mein Controller auch fast leer ist. Ist natürlich nicht so prickelnd. Diese scheiß Nashörner, Alter. Wenn die mich erwischen, bin ich am Arsch. Alter, das Vieh hat ja richtig was. Ich hab das Vieh, glaube ich, mit drei Bolzen getroffen. Oder drei Pfeile. Okay, einen brauchen wir noch. Muss doch noch irgendwo einer sein. Doch, bestimmt mitten in den Nashörnern drinne. Kopfschuss. Der hatte nichts zu lachen. Gut, dann wollen wir uns mal zurückbegeben. Hoffentlich steht unser Motorboot noch da. Das wäre natürlich vorteilhaft. Wo war das eigentlich? Hier vorne, ne? Es steht noch da. Aber kriege ich das auch wieder raus? Ah, ich kann es ja abstoßen, fällt mir gerade ein. Ich kann es abstoßen. Das ist ja das Gute daran. Ah, warte nur. Geht das jetzt schon? Na, scheiße, würde ich. Ne, doch, es geht.
Dann wollen wir los. Wir müssen ja bloß zu der kleinen Hütte da hinten wieder hin. So haben wir auch mal eine kleine Nebenquest gemacht. Ah, die Gefriertruhe steht schon bereit. Gut. Vorräte. Aber meine Knarre ist ja jetzt weg, ne? Jetzt habe ich hier scheiß Pfeil und Bogen. Meine Waffe liegt doch bestimmt nicht mehr hier, oder was? Leider nicht. Fähigkeiten. Falsche Taste. Herstellung. Wir können Munitionsbeutel. Okay. Der wäre doch schon mal gut. Aber wir haben ja noch Fähigkeiten. Was haben wir denn hier Feines? Wo soll das denn sein, das Ganze? Den könnten wir machen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part erstmal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.